Pitch Gamer. Hallo. Drei Finger Joe. Moin Moin. Lotti Kompotti. Hallihallo. Inana. Hier. Und hier, den Pagno. Wir sind jetzt voll nach Norden. Treppe voll hoch. Nach Norden. Na dann, fahren wir mal nach Norden. Das war alles schön am Nordwesten, aber ja. Oh, das ist noch eine Laterne. Wo ist er? Wo ist er? Dann hier da hoch. Ist Inana. Ja, es war vorhin einfacher. Macht das Event gleich mit, falls euch das noch fehlt. Ach ne, fehlt euch ja wahrscheinlich nicht. Da haben wir glaube ich schon mehrfach. Hier sollten wir eigentlich alles. Ja. So. Oh. Wie seid ihr denn da reingekommen? Ja, einfach mal hingeflogen. So, und dann hier rechts rüber, da in den Pigmenten-Raum. Da ist das Kuriositätenmuseum und da ist. Okay. Achso, ihr seid also auslöschen. Ineinander hinterher? Okay. Das sieht was aus, sollen Museum. Wir hier machen? Dann bringen wir kurz alles um, raus, was hier raus. Im Raum ist, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Hier ist doch gar nichts im Raum. Ach so. Ah, da hinten seid ihr drin. Da ist Drei Finger Joe. Okay. Ah, hier ist auch die olle Kaka-Königin. Genau. Was müssen wir von der machen? Winken? Reicht, ja. Wenn sie tot ist? Ja, klar. Okay. Ich weiß nicht, ob da Winken steht oder was da steht. Wartet. Wo seid ihr eigentlich? Der euch gar nicht. Bei der Kaka-Queen sind wir. Im Museum. Sascha ist gemutet. Hm. Ja. Habt ihr euch jetzt. Also winken, da habe ich jetzt winkt nichts. Winkt ganz zurück, ja. Jetzt? Warte, ich komme sofort. Ich hatte gerade hier einen Besuch im Zimmer. Vielleicht liegt das daran, weil da ja gerade noch die Mission ist, also die Quest. Vielleicht läuft das denn ab. Soll man wirklich winken von her? Nein, winken zurück. Ich habe gerade. Vielleicht heißt es mir wieder irgendwas ganz anderes. Warte. Einmal größer als die Erinnerung. Benutzt / winken vor der Statue der Kaka-Königin im Kuriositätenmuseum der Bastion des Wissens. Geht ihr hier Richtung Konsole, da wo man auch lesen könnte, und da würde ich das machen. Wie heißt der Erfolg? Größer als du, warte mal kurz, größer als man denkt, nein. Größer als in der Erinnerung. Da. Das ist bestimmt wieder irgend so ein bestimmt so ein Punkt, den du. Ja, ich habe auch 2-3 Anläufe gebraucht, um das zu treffen. Okay. Meinst du, dass es an der Konsole ist? Glaube ich nicht. Ja, oder du vor, wenn du dran stehst, dann musst du vor ihr sein, sozusagen. Ja, genau, also, vor ihr ist er hier. Da, hier ist doch hier der Kopf, oder nicht? Also hier sehe ich Zähne. Sie werden ja halten alle. Das könnte auch ein. Ich sag jetzt nicht, was. Dann kann man jetzt mal die anderen Sachen voll drauf haben. Habt ihr es jetzt oder habt ihr es nicht? Nein. Nö. Bisher kriege ich nicht. Vielleicht muss die. Ja, ich mach gerade das Event vielleicht. Oder so. Also, ich hab's ein paar Mal gemacht und dann hatte ich's. Position wechseln wir jedes Mal ein bisschen. Genau. Der ist sie blind? Also, nicht unter ihr, denke ich mal, sondern vor ihr. Ja, ich lauf weiter zurück immer. Man kann sie nämlich komischerweise auch nicht anklicken, aber. Währenddessen machen wir mal da oben des Zeugs. Ist ja fertig. So, 20 Minuten Folge. Winken.
Die bewegt sich auch irgendwie komisch manchmal. Lust, ja, ja, so ja. Leichtes Bewegen. Hm. Es fehlt ja auch noch ein außer Kontrolle geratenes Museumstück. Oh, ich hab's hier bei mir. Glaube ich. Ja, jetzt geht es, aber das Event muss aus sein. Hier bei mir. Also da stand ich halt schon lange. Da hättet ihr einfach das Event machen können und dann erst sehen. Ja. Also ganz auch einfach ohne Event. Man musste nur den richtigen Punkt erwischen. So, ich fand den war jetzt gar nicht so schwer. Nein. Ja, gut. Als der Wind vorbei war. Und jetzt könnte gleich. Tatsächlich erzwungene Obskuritäten, da war ja irgendwie bei Sascha und bei Olli, sammelt genau, Relikte ganz viel. Für Livia und haltet die Kryptis davon ab, zu viele zu stehlen. Ja, auch. Ach so, das Livia, die ist, ja. Das ist ungefähr da. Beherrschungspunkt offen. Wo ist denn da? Ja, wo ist da? Ja. Ich bin auf der Karte. Also, Sammellager da. Man nimmt die höchste Wegmarke wieder, wie üblich, und dann fliegt man da bequem hin. Na dann. So jetzt. Da kommt man dann von oben und kann von oben das ganz gut sehen. Für den Fall, dass kein Event ist, sieht man das, dann merkt man es. Hat man von oben einen bequemen Anflug. So. Zack. Dann. Ich komme. So. Also ich bin auf dem Weg. Lang, da ist gerade kein Event am Laufen. Da oben ist was. Was ist das hier? Hier ist so ein normales Tentakel-Ding. Oh, das ist gut. In der Zwischenzeit. Aber kann man hier, das warte mal. Also, hier, reaktionsfähiges Paket. Na ja, gut. Ich nehme kurz das Tentakel-Ding mit. Du weißt doch, enthalten die Farbe und so. Zack. Ah ja, und das sind drei Bäume, die in Fragezeichen, Ausrufezeichen geschrieben werden. Und was bekommt man da? Mithril. Nein, Leinsamen. Daneben Leinsamen. Ja. Was ist für die Veganer unter denen? Das soll, weiß ich auch immer nicht. Wir haben aber was anderes. Tentakel ist verwundbar. Tentakel? Ach, ich mach das oben auf den Tentakel. Hier geblieben, Digga. Seid ihr mit dieser Menschenfrau befreundet? Sie raubt mir den letzten Mann. Setzen wir den Feierlichkeiten ein. Das ist wieder Sascha mit dem Bogen, oder? Jo. Ich hab dich auch gern. Oh, ich brauche jetzt nur noch die Unterwasserwaffen. Keine Ruhe für die Kluft ist abgeschlossen. 50% Tentakelstürzer, sehr schön. Das war jetzt erst Rang 2, aber. Ja, nochmal 5. So, da drüben ist irgendwie ein Event. Das klingt gut. Nein, falsch. Mit dem Käfer fliegt es sich schlecht. Ist das mit den Platten? Schnell noch. Das ist hier. Okay. Hier drinne. Und ab vor. Thank you.
Diese Laternen ändern zumindest ihre Farbe. Hm. Rückt es immer in Marsch. Im Speeren und sich abschießen. Der ist aber schnell down gegangen. Oh, jetzt kommen wir. Ja. Also hier wird das metrische System genutzt, ja. Zoll. Ein Elite-Feigling. Ja, so hat man mich auch immer genannt. Komm her, du. Ist down. Dein kleiner Feuer, du seid nicht frei, lasst mich in deinem Raum. Sollten wir es aber haben. Der Kartenraum wird ab- oh, jetzt kommt ein ganz normaler Feigling. Oh, 2 Beherrschungspunkte habe ich bekommen. Weil? Ja, 2. So, dann gucken wir mal weiter. So, ich mach Feierabend, ne? Ein Event hier. Hier links oder so, da ist ein Event. Aber dieses Ding, was wir gerade hatten, oh, im Gespräch, sammelt Relikte für Livia, den habe ich jetzt noch nicht. Mit der ist da drüben. Aber irgendwas ist hier unten. Kryptis. Achso, das ist Kryptisriss. Relikt-Sammler. Ja, auch machen. Ja, auch machen, genau. Mal kurz. Das ist immer gut. Wir gehen wieder rein, oder? Sind wir gerade unten im Riss? Unten im roten Kreis. Schnell. Fehlen wir die Woche eh noch. Was ist das hier? Wie viele Events fehlen dir denn hier auf der Insel noch? Mensch. Ich hab mal einen Park an, wenn du das siehst. Ja, das. Zack. Zwang der Obskurität. Da fehlen 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt einer weniger geworden. Das eine, was wir gerade gemacht haben. War einmal, dann Letzi Informationen aus dem Büschel.
Also die letzte Reihe. Sammelt Relikte für Livia, ja. Dann verteidigt Vorderen Lesi. Genau. Dann löst schnell den instabilen Riss. Bevor er explodiert, eskortiert Vorderen Lesi. Das war's dann. Ja, genau. Also die Lesi-Reihe. Wo geht die denn noch los? Oh. Die geht südlich von uns los. Das Risswerk heißt der Freund. Links neben dem viereckigen Teich. Also wenn da an die Wand ist, müssen wir da hin. Ah ja, da ist auch eins. Also, das folgt ihr, fliegt ihr vor? Das müsste im Süden sein dann aber, oder? Ja. Also ich nehme mal die Wegmarke, weil dann brauchen wir nicht durch den... Ja. Ich glaube, jetzt bin ich falsch rum. Ja. Daten sammeln. Für Lizzie. Bei Olim, bei mir. Ja. Ja, sammeln. Wo sind denn Daten? Wie sehen die aus? Bringen die einen zu? Also mit vier Ecken und einem Sternchen immer auf dem Kopf. Nee, ja, irgendwie. Alles platt hauen. Und dann tauchen die auch wohl. Oder dann wird es gesammelt. Sammeln für sie killen und sie sammelt Informationen. Wahrscheinlich ist das, das was wir am besten können. Online-Spiel, Daten sammeln, einfach draufhauen. Achso, okay. Gut, dass das Google nicht mit uns macht. Irgendwie schon. Man merkt es nur nicht ganz so hart. Ja. Hier könnt ihr das gleich übrigens. Oh, und das Mithril, Scheinmithril, das ist in Wirklichkeit Holz. Holz, also. Ja. Hab ich auch festgestellt. Was raus. So, ein weiteres Event. Ach, das ist der instabile Riss, okay. Gott, der Riss ist weg, andere Seite. Ja, links hier. Au. 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 Gut. Ja,
So, und jetzt eskortiert. Das sollte alles zusammenhängen. Genau. Jetzt nach Süden raus. Die läuft hier lang. Ach ja, dann könnt ihr nämlich gleich auf die Himmelsschuppe und mal dieses schöne Kisten sammeln machen. Das kennt ihr ja schon, müsstet ihr eigentlich schon mal. Ja, und zwar bei der ersten Insel, der den Kreis, den Wirbelkreis aufsuchen. Du bist gerade an einem anderen Ort. Wir eskortieren hier. Hinterher, oder? Die Insel, ja, genau. Die ist nach oben gegangen, nicht nach unten. Die kommt da gleich hin. Achso. Bleibt aber noch bei der. Kisten warten auf mich. So, an der Stelle aber einen ganz schnellen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Tschüss.